Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei, und jetzt kommt's, Mountain Blade Warband Floris Mod Expanded Let's Rollenspiel oder Roleplay. In diesem Let's Play werde ich ja Roleplay machen und normal Let's Playen. Also ich werde zwischendurch die Geschichte ein bisschen erzählen, was ich so rausgedacht habe, wie ich das Spiel spiele und was der Held oder die Heldin so erlebt. Ich werde wahrscheinlich eine Heldin machen, weil es ein bisschen anders ist. Nicht immer der Held, der alles kann, sondern eine Dame, die auch irgendwelche, naja, Probleme hat halt mit anderen Leuten, weil sie halt eine Frau ist. Und jo, wir schauen uns hier mal die Sachen an. Ich muss euch kurz sagen, dass ich den Mod überhaupt nicht kenne. Mountain Blade Warband kenne ich da schon viel besser. Und eventuell werde ich auf Probleme stoßen, weil der Mod recht schwer ist. Und ja, wir schauen mal. Also ich habe jetzt hier mal alles auf unten runtergesetzt, weil es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein. Mal schauen, also es ist sehr, sehr, ja, es ist eigentlich eine Überarbeitung von Mountain Blade Warband und bietet viele Neuerungen und so, und wenn ihr da am Anfang schon alles hoch haben, geht es nicht so gut. So, Videooption ist eigentlich alles sehr hoch. Jo. Haben wir hier alles hoch. Schau gerade. Ja. Und die Steuerung habe ich ein bisschen umgestellt, vor allem hier. Die Gegenstand ausrüsten habe ich auf die normalen Zahlen gesetzt und nicht mehr auf Numpad wie oben. Ja, auf hier habe ich das umgetauscht. Sonst ist eigentlich nicht viel anders. Die Aktion habe ich auf E getan, sondern auf F, und sonst ist eigentlich alles gut. Und jetzt erzähle ich euch kurz mal ein bisschen was zum Floris Mod Expanded. Es ist ein Mod, der alles überarbeitet, besser macht, Bugfixes setzt und viele Gegenstände und Möglichkeiten herbringt oder einfügt. Und jo, ich bin mal gespannt. Wir machen ein neues Spiel natürlich. Und ja, also, du hast von Calrathion gehört, einem Land zwischen rivalisierten Königreichen, und ja, dir steht ein großes Abenteuer bevor. Weiter. Und jetzt ist es wieder auf Deutsch. Also, wir machen einen weiblichen Charakter. Und sind. Hier unten kann man jetzt schauen, also das gab es im Hauptspiel nicht, dass man hier schauen kann, was wir verschiedene Dinge haben. Wir sind Steppennomaden mit Reiten, genau. Nein, Reiten wollen wir nicht. Einen Jäger. Bogenzugkraft, Schlagkraft. Weg für eine Wundbehandlung. Ja, das ist schon besser. Machen wir einen Jäger. Und hier machen wir ja, ein Steppenkind wahrscheinlich. Plus 3. Ja. Ein Steppenkind. Ja, aber auch wenn es nicht passt. Später wurde dir zu einem Wilddieb, oder? 4. Ein Bandit. Nein, dann nehme ich einen Arena-Kämpfer. Waffenmeist Eisenhaut. Ja, Eisenhaut bräuchten wir schon. Einen Söldner. Plus 4.
Aber dann geht Reiten runter, habe ich das Gefühl. Ich nehme Wilddieb. Ja. Plus 4, plus 3, Aufklärung. Bildnis schießen, Reiten plus 1. Ja, und das Grund für euer Abenteuer ist Wanderlust, oder? Athletik geht hoch, sehr gut. Aufklärung. Ja, ich denke so lassen. Truppenbaum, erweiterte Truppen, überarbeitende Truppen, native Truppen. Wir la lassen erweiterte Truppen. Startregion H ist, ja, ich denke Rodok, oder? Ich mag Rodok, werde ich mal Rodok nehmen. Wir können immer wieder wechseln, kein Problem. Solange wir noch niemand angeschlossen haben. Nebel des Krieges ist was? Ja, ich mach's mal, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich sehe ich die anderen Städte dann nicht, wem sie gehören und so. Ich nehme es mal. Gefährten sammeln. Was ist Gefährten sammeln? Tja, was ist Gefährten sammeln? Keine Ahnung. Als eine gemeine Frau. Wie könntet ihr auf große Schwierigkeiten stoßen bei dem Versuch, euch als Gleiche unter karadischen großen Fürsten zu etablieren? Aha, gemeiner Mann. Heißt das also, ich bin böse, ein Steppenkind, ein Wilddieb? Kann ich da noch etwas Besseres nehmen? Straßenhändler. Das ist wahrscheinlich allgemein, dann nehme ich lieber Wilddieb. So. Da habe ich Bogen, Zugkraft. Jo. Also, Nebel des Krieges an Gefährten sammeln lasse ich jetzt mal aus. Ich weiß es nicht, dass ich will jetzt nicht unbedingt die Gefährten immer bei mir haben oder so. Mache ich mal weiter. Lass mich ohne Speichern abbrechen, ja. Der Name, wie soll sie heißen? Naja, ich nehme jetzt meinen Dingnamen, meinen Frau, also der Frauenname im Let's Play, wo ich einfach, wenn ich für eine Frau spiele, nehme Monika Basler, so. Und hier nehme ich 2 auf Stärke und 2 auf Intelligenz. Stärke, weil wir am Anfang mit Bogen schon ein bisschen Schaden machen müssen. Und hier nehmen wir mal Eisenschwarte. Also Intelligenz ist für die Fähigkeitenpunkte zuständig. Und erhält natürlich auch andere Sachen. Okay. Ja, also hier mal 2 Schlagkraft brauchen wir eigentlich nicht so. Schildathletik mache ich einen hoch. Reiten brauchen wir nicht. Plündern. Vorratshaltung. Brauche ich jetzt nicht weiter hoch zu machen. Taktiken. Nö. Wegfindung. Was ich nehmen muss, ist die Anführerfähigkeiten. Inventarverwaltung nehme ich mal einen. Baumeistertrupp. Gefangenenhandhabung nehme ich auch einen. Führungskraft auch eins. Ja, da muss ich da noch Charisma erhöhen.
Okay. So, nehme ich noch einen hier in Inventarverwaltung und plünd. Nein. Athletik noch ein. So, wir müssen schnell sein. So, Bogenschießen können wir nicht nehmen. Armbrust wollen wir nicht. Wir nehmen noch Einhandwaffen. So. Und Zweihandwaffen können wir relativ schnell steigern. Und dann machen wir mal weiter. Dann kommen wir zum Gesicht. Haut nehmen wir. Ja, so braun nicht, aber irgendwas dazwischen. Nicht so hell. Naja, seh nicht so gut aus. Ich nehme die. Bart. Ja, geil, coole Bart. Oh Gott. Nicht so große, bitte. Naja. Gibt leider keine anderen. Wir nehmen die. Nein, das sieht scheiße aus. Wir nehmen keine. So. Wir sind wild. Wir sind cool. So. Frisur. So sieht irgendwie lustig aus, ja. Toll aus. Nein, lebe nicht so Zöpfchen. So. Alter machen wir. Wir machen jung. Haarfarbe. Machen wir so. Was wollen wir ändern am Gesicht? Die Augen. Augenbrauen, Augenlider. Bisschen größere Augen, Augentiefe. Lassen wir Mitte, Augenform. So. Augenabstand. Augenbreite. So. Und der Rest lassen wir mal so. Fertig. Ihr kamt mit dem Schiff und umgimmt die Klippen, wo das Grodok-Hochland auf dem Meer trifft. Ein Großteil der Küste war von Nebelbänken verdeckt, die sich die Flusstäler hinabschlängelten. Doch ab und zu sahnt ihr über den Nebel den Wachturm einer Burg ragen. Einmal sah sogar ein Leuchtfeuer, das vor einer feindlichen Truppe warnen sollte. Zwar wusstet ihr, dass ihr auf dem Meer relativ sicher wart, da die Seeräuber, die Küsten der Nordländer heimsuchten, so weit im Süden nicht aktiv sind. Doch als ihr den Silver Meeresarm saht, die Einfahrt zum Port von Jalkala, wo ein Rodok-Galeere, deren Wimpel im Abendwind flatternd vor Anker lag, da wurdet euch schon froh ums Herz. Okay. Wir sind angekommen. Als ihr die Schenke in Jalkala findet, seid ihr bereits sehr erschöpft und schlaft schnell ein. Voller Tatendrang erwacht ihr aber schon vor Anbruch der Dämmerung und erforscht eure Umgebung. Ihr zieht durch die Straßen, die verlassen erscheinen. Plötzlich hört ihr ein Geräusch, das euch das Blut in den Atem frieren lässt. Das Schaben einer Klinge, die aus ihrer Scheide gezogen wird. Wir werden angegriffen, okay? Oh, wir haben nur eine Armbrust. Okay. Dann schon lieber. Hallo, triffst du auch mal? Jetzt hat sie mich getroffen. Ach so. Gottchen. Hallo? Ah!
So, jetzt mal 5 Schaden angerichtet. Dieser Block, der... Das Kampfsystem ist richtig scheiße. Und ich habe zu geringe Reichweite für die Größe des... Das ist mega blöd mit dieser Waffe. Ich kann auch verlieren, also kein Problem. Das ist mega blöd. Wer hat das eigentlich erfunden, so eine scheiß Waffe zu geben am Anfang? Beziehungsweise zu entwickeln. Das ist jetzt richtig blöd. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich... Was ich kriege, ist nur ein Gegenangriff, wo ich nicht ausweichen kann. Null Schaden, obwohl ich treffe. Ja, keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist unmöglich. Der hat ein geiles Schwert und ich habe nichts. Ich habe überhaupt nichts. Wie soll ich das schaffen? Ja. Die Dinge sind auch nicht. Hier nach oben, komm schon. Ja, jetzt sterbe ich. Hier hoch. Und der hat natürlich unendlich. Ja. Er hat natürlich unendlich Pfeile, das ist klar. Okay. Unmöglich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie man das schaffen soll. Aber, ja. Ah, ihr seid wach. Gut zu sehen, dass ihr noch laufen könnt. Ihr könnt von Glück reden. Von Glück sagen, dass wir des Weges kamen. Ich unterhielt mich mit der Wache, als wir Kampfeslam hörten und soft an der Mauer geschrien eilten. Wir konnten zwar nicht verhindern, dass man euch niederschlug, aber wenigstens hat man euch nicht die Gurgel aufgeschlitzt. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, jetzt brauchst du meine Hilfe, oder was? Francesco de Medicini. Wir hatten schon immer Briganten in den Hügeln, die durch den Krieg, Schulden oder Liebe zur Gewalt dieses Lebensstil wählten. In letzter Zeit sind wir aber frecher geworden. Sie verlassen ihr Lager in der Wildnis und trauen sich in die Stadt, wo sie nach leichter Beute suchen. Der Wachhauptmann sagt, es kommt durch die Kämpfe an allen Fronten. Es sind weniger Männer da, die ein Auge auf die Straße haben können. Es ist richtig schwer zu lesen, wenn so groß die Schrift so groß und weit gespannt ist, weil ich einen relativ großen Bildschirm habe. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen falsch lese oder so. Aber ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll. Mir erscheint die logische Erklärung zu sein, dass diese Banditen einen Verbündeten innerhalb der Mauern haben, der ihnen hilft, sich unentdeckt Zugang zu verschaffen und ihnen bei der Auskundschaftung besonders lohnende Ziele zur Hand geht. Letzte Woche haben sie meinen Bruder entführt. Ich weiß nicht, was mein Bruder sich dabei dachte, ein Junge aus prominentem Hause, in Zeiten wie diesen nach dem Anbruch der Dunkelheit allein auf der Straße. Nun, ihr wart auch so naiv, aber ihr seid fremd hier und wusstet nicht, wie schlimm es hier mittlerweile zugeht. Er hatte keine solche Ausrede, aber er gehört zur Familie. Was soll man also machen, oder? Wenn man seine Familie nicht beschützt, beginnen die Leute zu denken, man könne auch seine Investitionen nicht schützen. Und das darf nicht sein. Zweifelsohne wird die Bande sich bald wegen eines Lösegelds melden, aber ich habe nicht die Absicht, es zu zahlen. Hier ist also mein Vorschlag. Ihr seht aus wie jemand, dessen Klinge so einiges gesehen habt. Und noch wichtiger, ihr seid bestimmt ehrgeizig, sonst würdet ihr nicht in Kaladin euer Glück suchen. Ich möchte, dass ihr das Folgende für mich tut. Schaut einen kleinen Trupp zusammen, findet diese Banditen in ihrem Lager, erteilt ihnen eine Lektion, die sich nicht vergessen werden, und holt meinen Bruder sicher zurück. Dafür bekommt ihr meinen ewigen Dank und ein bisschen Silber, sagt ihr? Ja, ich bin ein bisschen interessiert.
Ich bin eine Frau und muss ein bisschen weiblich reden. Sehr wohl, mein Herr. Ich werde einen Trupp in den Dörfern rekrutieren. Gut, sucht mich wieder in der Taverne hier in Chalkala auf, wenn ihr euren Trupp zusammen habt. Dann sprechen wir über den nächsten Schritt. Okay. So, wir müssen raus. Nicht kicken. Rausgehen. So. Also, hier sehen wir jetzt auf einer neuen World Map mit ein bisschen mehr Details. Was haben wir hier alles? Wir haben hier Flachland. Also das ist jetzt Nebel des Kriegs. Doch das, was ich gedacht habe, dass wir die Städte nicht sehen. Okay. Hier ist Schnee. Das ist das Wegi-Reich hier oben. Hier haben wir das Khanat Kergit. Das Sultanat ist hier unten. Sarantische Sultanat. Und in der Mitte ist das Swadienreich. Und hier oben das Nordreich. So, aber wir sind im Rodok-Reich. Hier oben irgendwo. Hallo, wo bin ich? Hier drüben. Hier irgendwo. Ich sehe meine Stadt nicht. Also die Stadt, wo wir jetzt gelandet sind. Nein, das ist hier drüben. So jetzt. Also, Chalkala, die Hauptstadt des Rodoksreichs. Hier haben wir Plünderer. Müssen wir aufpassen. Und wir gehen jetzt kurz zur Stadt. Ja, das brauche ich nicht, danke. Oh, Ibeles haben wir entdeckt. Besucht die Schenke. Was haben wir so in der Schenke? Der Empori Gatz von Reden. Sehr gegrüßt, mein Freund. Kann ich eine edle junge Dame wie ihr es seid für meine kleinen Warenangebote interessieren? Gatzwan ist mein Name, eure Händler in diesen kargen Straßen. Ich kann euch für alles den besten Preis, die besten Preise verschaffen oder euch hinführen, wohin euch immer ihr wollt, zu einem angemessenen natürlich. Vielleicht aber seht ihr für einen einfachen Straßenhändler nicht ein wenig zu vornehm aus. Seit langer Zeit seid ihr der Erste, der meine äußere Erscheinungen bemerkt. Ich meine, richtig hinzieht. Jedermann schubst mich einfach beiseite oder kauft vielleicht einen kleinen Anhänger und vergisst mich sofort wieder. Aber ihr nicht. Ich schätze, ihr müsst die Augen eines Falken haben, um meinen Anmut unter den Schmutzschicht zu erkennen zu können, die das Leben auf der Straße mit sich bringt. Ich lebte in einem Palast mit solchen einer Pracht und Größe, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt. Noch je sehen werdet. Mein Vater herrscht über alle Oasen südlich des Arantisches Reich, ein Ort, an dem im Gegensatz zu dem ständigen Kriegen Karazin Friede und Wohlstand herrschte. Unglücklicherweise haben alle guten Dinge auch ein Ende. Die Oase trocknete aus und jeder Lebenssinn und jede Hoffnung verschwand wie das Wasser im heißen Sand. Überall brachen Kämpfe aus und das Land zerfiel, als mein Vater den letzten Tropfen Wasser getrunken hatte, den es gab, wendete sich das Volk gegen ihn. Bald war der Palast zu Staub zerfallen und das Sultanat nur noch eine ferne Erinnerung einer loyalen Diener schaffte es, mich aus dem Chaos herauszuschmuggeln. Doch er starb, kurz nachdem er mich zu diesem Ort gebracht hatte. Seit diesem Tag wuchs ich in den Straßen auf und handelte mit allem, was ich die Finger bekommen hatte. Trotz des Unglücks, das euch als Kind widerfahren ist, kann man sagen, dass ihr zu einem guten Händler geworden seid. Allerdings, nicht viele Adlige können behaupten, ein Mann des Volkes zu sein, so wie ich es kann. Ich habe die Welt durch die Augen der Armen gesehen, allerdings mit einem blaublütigen Verstand, der mich begleitet hat. Meine Erfahrung ist einzigartig, so wie die Waren, die ich anbiete. Wisst ihr was, mein Freund, wenn ihr es erlaubt, kann ich euch das Land in einer Weise zeigen, wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt. Wir reisen von Ort zu Ort, durchqueren das Land mit Waren, auf den ihr noch nie einen Blick geworfen habt. Naja, wir nehmen jetzt mal an, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir, was wir müssen machen und so.
Mein Freund, ihr seid großartig. Preist den Himmel. Nun, wenn ihr diesen kleinen Anhänger für den geringen Betrag von 5000 Dinaren von mir erwerben würdet, könnt ihr mir euch Vertrauen beweisen und wir können unsere Vereinbarungssiedlung. Verzeiht, doch das kann ich mir momentan nicht leisten. Okay, dann hat sich sowieso erledigt. Das ist erst für später. 14 Jungfrau. Aha, das ist wahrscheinlich Kriegertrupp. Einen Reisenden. Okay, einer, der das sagen kann. Okay, der sagt uns ein paar Tipps. Hier sind Landsknecht, Reichslandsler. Und hier drüben ist wieder Francesco de Mazzini. Mit dem müssen wir ja nicht reden. Mit dem Schankwirt möchte ich noch kurz reden. Eine Tätigkeit, hat jemand etwas? In Veluca. Okay, das ist nicht in der Nähe. Okay, dann gehen wir raus zum Marktplatz und kaufen uns mal einen Bogen, wenn wir Geld haben. Ja, Geld haben wir nicht viel. Haben wir nur Armbrüste hier? Was ist denn das für ein Schrott? Oh, neue Rüstungen. Geschlitzte schwarz-weiße Rüstung, rostig. Okay, das sieht interessant aus. Ich möchte aber das Geld nicht für so etwas ausgeben. Das Brot ist sehr teuer hier. Kohl. Ich kaufe noch nichts hier. Vielleicht in den Dörfern dann. Der Gildenmeister. Wie laufen die Geschäfte? Wir haben zu wenig Wolle, Rohseide, Färbemittel, Schweinefleisch und einige andere Handelsgüter. Wolle. Okay. Der Landbesitzer. Wie viele Morgen möchtet ihr kaufen? Wie viel Geld möchtet ihr kaufen? Leihen. Okay. Zur Burg mal kurz. Oh. Süß. Ah, nicht kecken. Sollte das vielleicht umstellen? Der Docke Gravett. Das ist wahrscheinlich der König Docke. Das ist sein Name. Stehe zu Diensten. Ich bin Doge Gravett, Herrscher von Republik Rodok und Fürst von Elikala. Also Republik passt nicht so zu Rodok, aber lassen wir es. Ihr mögt von gewöhnlicher Geburt sein, doch wisset, dass ich immer noch guten Männern Ausschau halte, die für mich kämpfen, sobald sie sich meines Vertrauens würdig erwiesen haben. Habt die Aufgaben. Okay, Fragen. Fertigkeiten. Ich will es euch zeigen. Der ist richtig gut. Der ist Nahkämpfer. Okay, kann man den anhören? So, wo wollen wir noch hin? Okay, dann gehen wir zum ersten Dorf. Ein Dorf ist hier hinten, okay. Gehen wir zu diesem Dorf. Wir müssen schauen, also in diesem Spiel habe ich gehört, dass die Banditen uns so richtige Anführer haben und so und uns auflauern können. Da müssen wir immer vorsichtig sein. Aha, einen einsamen Krieger hat gesagt, dass ein Turnier in Uxal stattfindet. Okay. Kauft Vorräte von den Bauern.
Korn, ist das jetzt, ja, das ist zu teuer sonst. Freiwillige? Niemand, okay. Ich gehe mal hier hinten durch. Ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist, aber wir sind relativ schnell. Plünderer. Okay, die wollen mich nicht angreifen, das ist gut. Haben wir denn hier irgendwas? Nein. Noch mehr Plünderer und die laufen einfach neben der Burg oder durch die Burg hindurch. Ah. Dorf bauen. Also in Ruldi sollte das sein. Komm schon. 3 L1 Rodok-Zitadini bitten euch zu folgen. Ja, rekrutiert sie. Vorräte. Käse gut gemacht, Schweinefleisch, Butter. Großer Sack Korn. Ja, wie soll ich jetzt an Essen kommen? Wir müssen unbedingt Geld verdienen. Darum gehen wir jetzt zurück. Okay, was ist jetzt hier? Was, wir haben schon eine Nahrung verloren? Das ist nicht gut. Inventar. Ja, okay. Es ist ja immer noch da. So, was haben wir hier? Truppenbäume. Aha. Okay. Da schauen wir dann später mal rein. Ich muss noch ein bisschen die Musik leiser drehen. Das ist ja Wahnsinn. Wie laut die Musik in diesem Game ist, ist schon schlecht. So, ich möchte noch irgendwas umstellen. Es gibt nämlich so ein... Genau, hier wahrscheinlich. Mod-Option, genau das wollte ich. Okay, zwingen sollte man das anlassen. Das mache ich mal aus, weil ein Bogenschützencharakter nicht unbedingt ganze Bogen verwenden sollte. Okay, okay, mache ich das wieder an für uns. Ja, das machen wir auch an. Ja. Tebebalken. Lass ich mal so. Mach ich mal an. Lass ich mal aus. Schlachtminikarte anzeigen. Mach ich mal an hier. So. Ja, das möchte ich gerne auch anhaben. Befehle nach K.O. Mach ich mal an. Nein, lass ich aus. So, was haben wir sonst hier? Ja, lass ich mal. So. Ah, zum Infanterie meine ich. Zuweisen.
zur Infanterie. So. Sperrwall KI. Das lasse ich mal aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. So. Heimatpforte. Lasse ich mal an. Turnieraufträge. Mittlere Reaktion. Mache ich mal auf deaktiviert, weil Turniere sind jetzt nicht mein Ding. Jo, TB-Kurzeinstellungen. Turniereinstellungen. Team zufällig. Einsatz, Wette, Schwierigkeitsgrad. Einfach mache ich jetzt mal hier mal. Ausrüstung immer zufällig. Nur für den Spieler. Waffenwahl ist Einhänder und Schild, Zweihandwaffe und Bogen und Pfeile. So. Verbesserung. Mach mal Waffen. Aha. Mach ich mal Schild weg. Und dafür verbesserte Waffen. So. Gut. Also soll ich Bogen wegnehmen? Ja, ich nehme Bogen weg, weil Bogen kämpfen nicht schon genug in den Schlachten. Deshalb nehme ich mal nur Nahkampfwaffen und verbesserte Waffen. Einfach damit wir es ein bisschen leichter haben. Und der Einsatz machen wir immer auf 200 Dianare. Wette 2 Punkte. Nein, das möchte ich wieder zurückhaben. Wieso kann ich das wieder? Hallo? Das kann ich nicht zurückmachen. Team zufällig. Gelbes Team, grünes Team, blaues Team, rotes Team. Blaues Team, oder? So. Damit einfach die Turniere nicht so ähnlos blöd sind. Weil wenn ich Stäbe habe, vor allem die ganz normalen Stäbe, nicht die Lanzen, so verliere ich immer die ganze Zeit. Aktivieren Nebel des Kriegs machen wir jetzt aus. Fürstenkern aus Exil zurück, KI-Änderung. Niedrig lassen wir mal. Vorteile gegenüber Frauen. Hoch erhöht die Vorurteile gegenüber Frauen. Standard deaktiviert. Mache ich deaktiviert. Weil ich ja anfangs vor allem nicht so einen hirnlosen, also so, dass sie einfach nur böse werden zu mir oder so, weil ich eine Frau bin, also spiele, oder? Holknick, Nebel, dicke. Mach ich mal ein bisschen runter. So. Wolkendichte auch ein bisschen runter. Schneewahrscheinlichkeit mache ich auch ein bisschen runter. Keine Beschwerden der Gefährten. Aktiviere das Cheat-Menü. So. Also. Okay, hier sieht man, wo ich durchgelaufen bin und andere Leute. Ich weiß jetzt nicht genau, welche ich bin. Ich glaube, die blauen sind nicht ich. War ich nicht. Und das gelbe. Ja, Truppgröße 4. Ja, da habe ich ja noch einen gehabt. Da habe ich jetzt 4 Truppen bei mir.
So, hier gibt's eine Schlacht. Das möchte ich gern. Ding, was sind das? Banditen? Plünderer, ja. Schnell rein. So, ich hoffe, drei reichen. Wäre nicht gut, wenn es nicht reicht. Und weiter. Ihr braucht einfach mehr Männer. Momentan habt ihr nur drei in eurem Trupp. Wenn ihr sie mit zu wenig Männern angreift, könntet ihr die Versteck finden, indem man euch in Fußeisen hineinschleift. Und es wäre nicht gerade plangemäß. Geht kein Risiko ein und besucht zur Rekrutierung von Freiwilligen noch ein paar Dörfer mehr. Dann könnt ihr ihnen Gleiches mit Gleichem vergelten. Okay. Zuerst zum Marktplatz. Ich möchte kurz nochmal schauen. Es ist recht teuer alles. Ja. Brot. Ah, das ist ein gut gemachter Brot. Dachte schon, es ist so teuer. Ja. Wir gehen hier oben durch. Und schauen mal kurz, wo das nächste Dorf ist. Ja, gehen wir nach Ibdeles. Greift die doch an. So. Schauen, ob hier irgendwo ein Plünderer ist, aber nein, wir sind sicher hier. So gut, rekrutiere Freiwillige. Einen. Ach Gottchen, wo sind denn die Leute, die Vorräte? Das kaufen wir. So. Ja, toll, wir haben immer noch zu wenig. Dann gehen wir hier hoch. Ah, das ist ein Plünderer-Trupp. Wir könnten sie eigentlich angreifen, aber naja, ihr seht's ja. Wir haben eine Armbrust und einen Stab. Das möchte ich nur ungern so machen. Weil die normalen Leute, also die Bauern sozusagen, also das heißt, der Vorrat wird nicht hier irgendwie abgezogen oder was? Oder habe ich immer einen Vorrat bei mir? Okay. Vier. Ja, die nehmen wir. Kauft Vorräte von den Bauern. Einen Kohl könnten wir. Ja, das ist zu teuer. Okay, dann lassen wir es. Und gehen jetzt zurück nach Chilicala. So. Komm, weiter. Ah, da können wir nicht hoch. Okay. Also, dann machen wir noch eine Schlacht. Und ja, dann kommt der nächste Part, liebe Leute. So, wir gehen mal nach Chilicala. Und schauen mal, ob er jetzt genug, also dass wir genug haben. Hervorragende Arbeit. Ihr habt genug Männer rekrutiert, um es mit den Banditen aufzunehmen. Nun, Reisende, nach Jaikala sagt uns, dass eine kleine Gruppe Räuber außerhalb der Stadt lauert. Ich befürchte, sie gehören alle der gleichen Bande an, nämlich der, der meinen Bruder entführt hat. Findet sie und macht sie nieder und lasst euch von ihnen sagen, wo sie ihr Lager haben. Sehr wohl, ich werde Banditen jagen gehen. Sehnt mich an Gofik. So. Waffen haben wir immer noch keine. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Ja, okay. Wir könnten. Nein, es ist zu teuer. Da sind die Banditen. Okay, dann greifen wir sie an. Was wollt ihr? Ich habe nach euch gesucht. Sagt mir, wo ihr eure Gefährten versteckt haltet, und ich lasse euch laufen. Ha! Diese Gefangene kommen nur frei, wenn ihr das Lösegeld aufbringt. Habt ihr Silber mitgebracht? Nein, aber Stahl. Ihr seid auf eine Räuberbande gestoßen. Ihr habt 9 Soldaten, die gegen ihr 5 kämpfen können.
Okay. Greif den Feind an. Ich werde mit dem Ding angreifen, mit der Armbrust. So. Ein bisschen kicken. Oh, das Ding ist ein bisschen zu groß, die Karte. Da, die muss ich noch ein bisschen kleiner machen. Aber die Bauern sehen schon stark gerüstet aus. Wir besiegen die. Diese Lümmel. Was? Verbinden Soldaten? Das ist nicht so gut, wenn wir die Binden treffen. So, Armbrust haben wir nach oben gesteigert. Und den anderen greifen wir erst gar nicht an. Können wir das abbrechen? Nein, nicht zurückziehen. Ja, okay, dann schieße ich den Pfeil halt. So. Ja, ein paar sind gestorben, aber das ist klar. Eure Verluste, 3 sind gestorben, okay. Das ist aber gut, wir brauchen nicht so viele. Ach, verschont mich, lass mich leben. Lass mich laufen, ich gehe weit fort von hier und werde ein ehrbares Handwerk erlernen. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. Ich werde euch am Leben lassen, aber im Gegenzug will ich Informationen. Entweder ihr oder eure Freunde haben den Bruder eines stadtbekannten Händlers entführt. Sagt mir, wo ihr ihn versteckt haltet und gebt mir euer Wort, dass ihr aufhört, die Leute in dieser Gegend zu belästigen. Und ich lasse euch laufen. Möge es am Himmel vergelten, meine Dame. Wir haben den Jungen kein Haar gekrümmt. Wir haben ihn in unser Steck nahe Shelles. Ich werde das Gebiet genau beschreiben, so könnt ihr es nicht verfehlen. Und wir bekommen Loot. Toll. Sehr toll. 9 Kopfschutz, das nehmen wir. Das Messer nicht. Plus 20 ist besser. Ein Knüppel. 20 Schaden. Dann nehmen wir mal den Knüppel hier. Oder, ja, nehmen wir den Knüppel. Standard hier. So. Den Hirtenstab nehmen wir auch mit. Ja, wir nehmen ja mal alles mit und verkaufen es einfach. So. Gut. Da freut sich die Dame. Was haben wir denn so? Verlute. Das ist Wahnsinn. Voll geil. Sogar ein Steinchen. Aber leider keinen Bogen. Nö, keinen Bogen. Schade. Kommen die auch irgendwie manuell raus? Ja, so. Gut. Also direkt rausziehen. Ein paar Soldaten können befördert werden. Zum Novizen oder zum Rekruta. Das obere, denke ich. 9 Dinare. Ja. Okay, wir nehmen 2. Einen hiervon und der andere hier. Gut. Aber mehr Geld will ich nicht ausgeben. Wir gehen hier zum Marktplatz, zum Warenhändler und verkaufen hier mal. Ja, ist leider sehr, sehr gering, was wir hier für Geld bekommen. Aber immerhin. Boah, der Mod wird noch recht schwer sein, oder? So, haben wir hier Wachs? Nein, das ist immer noch alles gleich. Gut, dann werden wir im nächsten Part weitermachen. Dankeschön fürs Schauen und ja, nennt mir eure Meinung zu diesem Mod und wie ich so mache. Und ja, tschüssi, Leute.